Ja, wir wollen jetzt die Aufgabe Sinus 3x gleich 1/2 Wurzel 3 rechnen. Und womit fängt man der Situation an? Wir nehmen für Sinus die 3x nehmen wir b, also Genau, sin. also sei b gleich 3x, dann wird aus dieser Gleichung wird dann Sinus w gleich 1/2 Wurzel 3. Wie geht das weiter? So, das haben wir jetzt. Dann rechnen wir das aus, wenn wir a ziehen müssen. Und was kommt da raus? Das kann man Wir aus können der auch die Tabelle lesen. Ja, das kann man aus der Tabelle ablesen, völlig richtig. Was kommt da raus? Jawohl, sehr gut. Also da kommt Pi Drittel raus, das weiß man aus der Tabelle. Und dann, wie gesagt, im Geiste kann da schon das 2k Pi dahinter. So, das war Das jetzt aber berücksichtigt, das W. das W2 kann man ausrechnen, Ja. indem man dieses Pi minus Pi Drittel macht, also Pi minus W1. Und dann kommt da 2 Pi Drittel, genau. Ja, 2 Pi Drittel kommt daraus. Gut. So, das war jetzt der erste Teil der Aufgabe. Das ist der Teil ohne das 3x. Jetzt kommt der Teil mit dem 3x oder die Jetzt substituieren. Rücksubstitution. Ja, wie geht Also die? 3x ist gleich Pi Drittel plus 2kpi. Oder x gleich. 2pi Drittel plus 2kpi. Das ist falsch. Das ist falsch jetzt. Das x gleich hier bin ich. Also das ist das W1. Das W2 kommt dann später. Was ist W1, wenn ich das auflöse? Das solltet ihr können. Wie löse ich das hier auf? Was Ah, muss ich? die Geschwindigkeit ist auch nichts. Also Was mache ich? ja, als Metall ist frei. Ja, aber sicher. Und dann, was kommt da raus? Dann kommt daraus I plus 2kpi Drittel. Ups, das war falsch. Und Pi 9 ist es. Pi Natürlich, 9, genau. das ist verführerisch, ja, dass man Pi Drittel durch 3 teilt und dann ist die 3 weg. Ja. Bisschen verführerisch. Das wäre das x1 und das Die 2 x2, das wäre. 2 Pi Neuntel plus 2k Pi Drittel. Jawohl, völlig richtig. Ja, so sieht es aus. Gut, und jetzt können wir die Lösungsmenge ja aufschreiben. Die Schmisch. Lösungsmenge sind die beiden zusammen, ja? Warum hast du den W2 nach dem 3x ist gleich und das Minus heißt? Habe ich das, verstehe ich nicht. Wo soll das Na, unten sein? bei B1, das heißt 3x minus Pi Drittel. Und da ist Ja, 3 gleich, dann, oder ja, 2 Striche. das ist dein ist gleich. Das ist dein ist gleich. Gut. So, Jetzt und können wir die Lösungsmenge aufschreiben. jetzt können wir die Lösungsmenge aufschreiben. Also ich schreibe die jetzt mal hier hin, dass ich noch ein bisschen mehr Platz habe. Das ist dann Pi Drittel plus 2kpi oder 2pi Drittel plus 2kpi. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe die da oben abgeschrieben. Wie muss es tatsächlich heißen? Pi Neuntel und 2 Pi Neuntel und hier Dritte und hier Drittel. Jetzt stimmt's. So, das ist jetzt unsere Lösungsmenge. Wie gesagt, ich habe die jetzt verkürzt aufgeschrieben, um Platz zu sparen, weil es geht ja jetzt darum, rauszufinden, die Lösungsmenge im Intervall 0, 2 Pi zu finden. Ja, und das heißt, da kann man jetzt für die Leute, die Schwierigkeiten haben, für die Freaks gar kein Problem, aber für die, die Schwierigkeiten haben, die haben ja ein x1 und ein x2. Das ist gesagt, x1, x2, x1, x2. Da macht man sich einfach eine Wertetabelle hin. So, die Wertetabelle sieht so aus, und zwar, das sind jetzt keine schönen Zahlen, sondern das sind ganz wüste Gebilde. Ja, irgendwelcher gerundeter Quatsch ist das. So, und zwar schreibe ich hier oben das k rein
und dann hier das x1 und dann hier das x2. Ne? Die schreibe ich rein. Und da machen wir jetzt eine Wertetabelle draus. Und welche Ks man da nimmt, ja, das kann ich in der Situation so genau gar nicht sagen. Da muss man theoretisch ein Gefühl dafür entwickeln. Und für die Leute, die gar kein Gefühl haben, die fangen an bei k gleich minus 1. Und wie gesagt, also manchmal ist auch k gleich minus 2, ich kann nichts dafür, ich kann es aber nicht versprechen. Also zur Not auch bei k gleich minus 1 anfangen. Und wir haben ja hier eine Frequenz und da gehen wir bis zur doppelten Frequenz, mindestens. Also die Frequenz ist 3, also mache ich 0, 1, 2, 3, habe ich gesagt, bis zur doppelten, bis zur Frequenz selber. Frequenz müsste eigentlich reichen. Müsste die reichen? Müsste. Gut, also bis zur Frequenz selber, also von minus 1 bis 3, vielleicht auch bis zu 4, vielleicht auch bis zu minus 2. Also der Start ist von der Wertetabelle, der Start ist minus 1, also für die Freaks, ihr macht es wie ihr wollt. Für die Nicht-Freaks, Start ist minus 1 und das Ende ist die Frequenz. Einfach die Werte nehmen und jetzt machen wir eine Wertetabelle. Das heißt, wir nehmen jetzt den Taschenrechner her, wo auch immer dieser ist, und da rechnen wir das genau durch. Ich hatte mal einen GCR, den ich viel mehr mag als den WCR, weil da kann ich besser eintippen. Also ihr tippt das Ganze über euren WCR natürlich ein, ich tippe es hier über meinen GCR ein. Ja? Also das heißt, aber das ist egal, die Ergebnisse sollten gleich sein. Und da tippt er dann ein für das x1, tippt er ein. Das ist ein bisschen dumm, weil da jetzt kein x, sondern da tippt er ein Pi 9 wird. Plus 2 mal k. Und das k ist, wir machen es, wenn wir bis zu 4 noch, also wir machen es bis zu 4, damit man sieht, wie es läuft. Dann für das k muss man jetzt x tippen. Ja? Das ist ein bisschen nervig. Das heißt, das hier müsste eingeben in den WTR als Funktion. Ja? Ich tippe es jetzt auch ein, Pi 9, wo habe ich das Pi? Pi durch 9. Und wie gesagt, ich kann es mit dem GCR halt leider viel schneller. Deswegen hat man den auch abgeschafft, weil der besser ist. Ihr wisst, die guten Sachen schafft man ab, die schlechten bleiben erhalten. Und jetzt ganz wichtig, jetzt kommen keine schönen Zahlen, sondern ganz wild gerundete Dinger. Gewild gerundete Dinger heißt, ich habe hier bei der minus 1, bitte vergleicht das, ihr solltet das auch mitmachen, minus 1,75. Bei der 0 habe ich die 0,35. Ich runde das halt mal auf zwei Stellen in dem Komma genau. Eventuell muss man das noch viel genauer machen. Ja. Kann man das nicht mit den Pi-Zahlen eingeben? Ihr könnt das machen. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Ihr müsst es halt hinkriegen. Und ich weiß nicht, wie die Wertetabelle bei euch aussieht. Bei mir sieht die Wertetabelle aus, also ich habe da ganz, ganz viele Kommazahlen. Wenn bei euch die Wertetabelle mit Pi sauber funktioniert, könnt ihr das machen. Spätestens dann, wenn wir hier noch eine Zahl abziehen, wird es aber grausam. Ja? Also da funktioniert eure Technik dann nicht mehr. Aber probieren, ihr wisst, immer tun und gut. So, und dann habe ich hier die 4,54. Und dann habe ich hier die 6,63 und bei der 4, wie gesagt, die 8,73. So, diese Werte sollten bei euch bei x1 stehen. Jetzt machen wir die Werte nochmal beim x2. Also jetzt das gleiche nochmal eintippen und hier statt dem da, das hier nehmen. Wieder exakt das gleiche und einfach eintippen ohne Gnade. Ja. Also bei mir ist das nur eine 2. Deswegen jetzt wird der GCR halt von Vorteil. Ich habe jetzt meine Wertetabelle schon fertig und ihr tippt den ganzen Tag. Ja, das heißt, ich habe bei der Minus 1 dann die Minus 1,40 und hier bei der x gleich 2 habe ich die 0,70. Hier habe ich die 2,79. Hier habe ich die 4,89, hier habe ich die 6,98 und hier habe ich die 9,08. So, jetzt habe ich einfach die Werte eingetippt. Und jetzt müssen wir gucken, was 0 und 2, 0 ist klar, 2Pi, ich schreibe die Zahl 2Pi mal als Näherung hin, ihr wisst,
Pi ist 3,14, also ist 2Pi 6,28. Und das heißt, ihr müsst jetzt entscheiden, welche dieser Zahlen ist zwischen 0 und 6,28. Immer dran denken, diese Technik ist eine Krücke. Das heißt, das stimmt nicht hundertprozentig, was ich mache. Aber es stimmt insoweit, dass man als mittelmäßiger Schüler immer noch sauber was hinkriegt. Und als Superschüler kann man mir da einen Strick draus drehen. Also hundertprozentig tun tut es nicht. Aber das reicht, ja, für ein Abitur reicht es. Also wir brauchen alle, die zwischen 0 und, also kleiner x kleiner gleich 6,28 sind. Und jetzt entscheiden wir das für jedes von diesen Zahlen. Für jede von diesen Zahlen fangen wir an. Liegt die hier dazwischen? Liegt die zwischen 0 und 6,28? Nein. Liegt die zwischen 0 und 6,28? Ja. Die? Ja. Die? Ja. Die? Nee. Die? Nee. Und die Schmidtsche Idee hat gestimmt, die Frequenz, das sind genau die Anzahl der Lösungen. Wir haben also genau drei Lösungen pro x. Also Frequenz 3, 3 Lösungen. Stimmt, wie gesagt, wieder nicht hundertprozentig, aber stimmt insoweit, dass man es in jedem Fall schleichen lassen kann. Ne? Gut, jetzt das Gleiche nochmal. Also wieder die zweite Zeile, jeder selber durchstreichen, was da gilt und was da nicht gilt. Fangen wir an mit dem hier. Gilt's hier? Hier? Genau wie dasselbe wie oben. Ja, es ist dasselbe wie oben. Das ist häufig, aber nicht immer so. Müsst ihr aufpassen, nicht immer so. Sind aber wieder die drei. So, und jetzt kennen wir die Ks, die wir brauchen. 0, 1 und 2. Das ist meistens so. K gleich 0, 1, 2 bis zur Frequenz minus 1. Das sind die guten Ks. Die tun meistens, aber wieder nicht immer. So, jetzt haben wir es auf jeden Fall rausgehen und jetzt können wir die Lösungsmenge im Intervall 0,2pi angeben. Und jetzt ist es natürlich, solche Rundungswerte sind halt unsexy. Für die Leute, die es nicht besser wissen, die schreiben halt die Rundungswerte hin. Das ist nicht schön, aber für den Grundkurs reicht das allemal. Für den Leistungskurs, da sollte man jetzt aus diesen Rundungswerten wieder die richtigen Werte rausbauen. Also das heißt, dass wir sehen, das ist hier an der Stelle, diese Zahl, das ist Pi Neuntel, ja, das ist Pi Neuntel, das ist die hier, dann kommt die, das ist dann Pi Neuntel plus 2 Pi Drittel. Das kann man natürlich auch schöner zusammenrechnen, aber ich schreibe es jetzt so hin, das würde man mit auf 7 Pi Neuntel kriegen oder so. Also ja, es geht, ja, man kann es schöner zusammenbauen. Nein, ich lasse das so, allein schon damit man sieht, wo das Ganze herkommt. So, und dann habe ich hier Pi Neuntel plus 4 Pi Drittel. So, das sind jetzt die ersten. Diese drei, das sind der, der und der. So, jetzt die zweiten bitte diktieren. Der hier ist. Ja, den holen wir uns von hier. Der ist also 2 Pi Neuntel. Das ist diese Zahl hier. Dann ist der nächste 2 Pi Neuntel plus 2 Pi Drittel. Ja. Dann 2 Pi Neuntel plus 4 Pi Drittel. Ja. Und der nächste ist dann 2, ja, das war's. Den darf ich nicht mehr, der ist zu groß. Ja, genau, das ist mir dann aufgefallen. Ja, und das, so auf die Art und Weise kriegt man das ziemlich sicher hin. Das ist das, was ich versuchte vorhin zu sagen, was man mit dem Taschenrechner macht. Ja? Man blickt es nicht, rechnet es mit dem Taschenrechner an einer Wertetabelle aus, nimmt die Werte, schreibt sie hin und gut. Und dann